Das ist der asymmetrische Schal oder das asymmetrische Tuch, um das es in diesem Video geht. Wunderschöne Farben, alles tolle Grüntöne. Das Garn zeige ich euch gleich. Ich habe hier also zwei Stränge von dem Garn verbraucht und dann kommt ihr schon auf diese schöne Größe. Das Tuch hat also eine Länge von dieser einen Ecke zur anderen von ca. 160 cm und hier am Rand, da habe ich abgekettet, also von da bis zur unteren Ecke sind es ca. 80 cm. Und dann gehen wir ein bisschen dichter ran und hier siehst du das Muster, also eine Art Netzmuster, wirklich schön geworden oder wie so kleine Schüppchen, also ist wirklich schön. Dann die vielen Grüntöne und hier habe ich einfach abgekettet. Du kannst da ganz normal abketten oder mit einem I-Cord. Ja, und so sieht das dann aus. Wie gesagt, zwei Stränge habe ich verbraucht. Du kannst natürlich noch länger stricken, dann brauchst du noch etwas mehr Garn. So, und dann viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit dem Tuch und da möchte ich euch erst einmal das Garn vorstellen. Es ist mir ein wenig missglückt, dieses Knäuel aufzuwickeln. Es ist äußerst unschön, dennoch kann ich es ganz normal abwickeln und werde damit stricken. Also ein Schönheitswettbewerb wird es nicht gewinnen, das Knäuelchen. Aber ich zeige euch mal, wie das in schön aussieht. Das Garn bekommt ihr im Etsy-Shop von Mirjam, der heißt Wolleprofi. Und da könnt ihr aus vielen Garnen auswählen oder die Filterfunktion benutzen. Und da schauen wir einmal nach Atelier Citron oder wie immer man das aussprechen mag. Und hier findet ihr das schon. Da gibt es so richtig schön leuchtende Farben. Dieses Garn heißt Singulo und das ist 100% Merino extra fein, ein Farbverlaufsgarn. So, nun haben wir es. Und ich habe hier dieses schöne Grün. Da kannst du dann eben, das habe ich hier, aus den schönen Farben auswählen. Und dieser Bildschirm gibt das hier nicht richtig wieder von den Farben, sehe ich gerade. Das ist immer so, wenn du das über den Bildschirm siehst, dann ist das immer, täuscht das so ein bisschen mit den Farben. Mein Gott, meine Stimme geht wieder weg. Entschuldigung, ich bin immer noch nicht richtig fit. Also es sind wunderbar leuchtende Farben. So, und du kannst dann hier bei den Produktdetails halt noch Angaben zum Garn dir durchlesen. Also so ein Strang, das kommt ja in so einem Strang zu dir nach Hause und du musst es in ein Knäuel wickeln, hat 360 Meter und es ist reine Wolle, 100% Wolle. Da steht noch hier, welche Nadelstärke du benutzen kannst, 3,5 oder 3 bis 3,5. Ich nehme hier eine Rundstricknadel von Chao Gu. Und die hat eine Stärke 3,5. Lieber ein bisschen größer. Das Tuch soll so richtig schön locker fallen und nicht so fest sein. Dieser Strang, das ist ein 100 Gramm Strang. Und für dieses Tuch habe ich zwei von diesen Strängen. Ne? Also zweimal 360 Meter. Das reicht aus. Du kannst auch drei davon nehmen. Das Tuch ist Open End. Also du kannst aufhören damit, wenn dein Garn ausgegangen ist oder wenn du eben meinst, dass es groß genug ist. Hier die Banderole habe ich noch aufgehoben, da steht halt noch alles nochmal drauf. Atelier Citron, 360 Meter, bla bla und alles weitere auf der Banderole. So, und ich werde jetzt diesen Knäuel von außen abwickeln. Äußerst unschön und komisch geformt. Es wird trotzdem gehen. Ich suche mir den Anfang. Und du bräuchtest einen
Reihenzähler oder machst dir eine Strichliste, wie auch immer. Und dann nimmst du deine Stricknadel. Wie gesagt, da war 3 bis 3,5 empfohlen und ich habe hier eine 3,5. So. Und das Tuch geht los mit 3 Maschen. Die schlagen wir ganz normal an. Singulo heißt ja das Garn und ihr seht auch, das ist auch ein Single Garn, also mit keinem weiteren Faden verzwirnt. Das ist ein einzelner Faden, der so ein bisschen in sich gedreht ist. Aber kein weiterer. Wenn man das jetzt hier so auf, siehst du, da kommt dann das Fluffige, dann wird man das auch sicherlich ganz leicht auseinanderziehen können. Aber es ist so in sich schon selbst gedreht. Und wir schlagen 3 Maschen an. So. Und die erste Reihe, da stricken wir eine Masche rechts, einen Umschlag und 2 Maschen rechts. Ich muss das mal ein bisschen dichter vielleicht noch ranbringen. So. Also eine Masche rechts, einen Umschlag und 2 Maschen rechts. Und die zweite Reihe, die Arbeit also drehen. Ganz toll, ich muss noch mal anfangen. Guck mal, ich habe mit dem falschen Faden gestrickt. Der Arbeitsfaden hängt hier. Und ich habe einfach mal ebenso mit dem Faden gestrickt, der eigentlich nur darum hängen soll. Super, super, super. So, nochmal ganz schnell, ganz flott. Jetzt gucke ich, dass ich den richtigen Faden habe. Und eine Masche rechts. Ein Umschlag und 2 rechts. Zum Glück ist mir das jetzt gerade aufgefallen. Ich meine, viel weiter wäre ich jetzt ja auch nicht gekommen. So, zweite Reihe. Die erste Masche links. Und dann so. Jetzt stricken wir noch mal 3 Maschen links. Also dieser Umschlag, der wird auch links gestrickt und die letzte auch links. Und jetzt von den letzten 3 linken Maschen nehmen wir die erste und ziehen sie über die anderen beiden rüber. So. Drei Maschen links überzogen. Und die dritte Reihe. Die dritte Reihe, die ersten 2 Maschen rechts ein Umschlag und die letzte rechts. Die vierte Reihe, also die Arbeit wenden. Jetzt werden wieder 3 Maschen links überzogen. Das heißt, wir stricken erst einmal 3 Maschen links, auch die erste, 1, 2, 3 und dann nehmen wir die erste Masche und ziehen sie über die anderen beiden rüber. Also wir gehen mit der linken Nadel in die erste Masche rein, ziehen sie so ein bisschen weit und über die anderen beiden Maschen drüber.
Und dann kommt noch eine Masche links. Und jetzt werden zwei Maschen neu angeschlagen. Dafür nimmst du einfach nur deinen Daumen, machst ihn hier so unter den Faden und holst einfach nur eine Schlaufe auf die Nadel. Nochmal der Daumen unter den Faden und mit der Nadel einfach eine Schlaufe locker auf die Nadel ziehen. Und dann drehen wir die Arbeit und sind bei Reihe 5. Das geht bis Reihe 8 und Reihe 5 bis 8 wird nachher wiederholt. Also so viel ist es jetzt nicht mehr. Reihe 5, die erste, also die müsstest du dir jetzt merken, Reihe 5, 6, 7, 8. Die erste Masche rechts. So, und was jetzt kommt, wird immer wiederholt, die ganze Reihe durch. Es ist ja jetzt noch nicht viel auf der Nadel, aber nachher mit mehr Maschen wird das jetzt mal wiederholt, was ich dir zeige. Du machst also einen Umschlag und strickst zwei Maschen rechts, immer im Wechsel. Umschlag, zwei Maschen rechts. Die neu aufgeschlagenen Maschen sind immer so ein bisschen schwierig abzustricken. Und noch ein Umschlag und zwei Maschen rechts. So. Und Reihe 6. Du drehst die Arbeit. Die erste Masche links. Und was jetzt kommt, wird die ganze Reihe wiederholt. Drei Maschen links überzogen, die ganze Reihe durch. Das heißt, wir stricken immer erst drei Maschen und ziehen dann die erste über die anderen beiden. Ich stricke jetzt also drei Maschen links. Das war nicht gut. So. Eins, das ist der Umschlag hier. Zwei, drei. Und dann nehme ich mir die erste Masche der drei Maschen und ziehe sie über die anderen beiden drüber. Und das gleiche mache ich nochmal. Ich habe ja auch nur noch drei übrig. Die stricke ich auch links erst einmal alle ab. Das kann hier ruhig ein bisschen locker alles sein. Dann nehme ich die erste der drei Maschen wieder und ziehe sie über die anderen beiden drüber. Reihe 7, wir drehen die Arbeit. So, und jetzt wird die ganze Reihe gestrickt mit zwei Maschen rechts und ein Umschlag. Immer im Wechsel. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, ein Umschlag und nachher bleibt eine übrig, die wird rechts gestrickt. Das ist ja jetzt, wie gesagt, noch nicht viel am Anfang. Die letzte Musterreihe, Reihe 8. Arbeit drehen und die ganze Reihe wird drei Maschen links überzogen gestrickt. Also drei Maschen links stricken. Eins, zwei und drei. Und die erste der drei Maschen ziehst du über die anderen beiden drüber und wieder drei Maschen links. Und die erste der drei Maschen wieder über die anderen beiden ziehen. Und am Ende bleibt eine übrig, die wird links gestrickt. Und auch hier bei Reihe 8 werden zwei Maschen neu angeschlagen. Also der Daumen wieder unter den Faden und eine Schlaufe auf die Nadel ziehen und noch einmal. So, zwei Maschen neu angeschlagen.
Und jetzt geht es wieder mit Reihe 5 weiter. Also Reihe 5 bis 8 wird wiederholt. Reihe 5. Zeige ich dir jetzt noch einmal. Schreib es am besten mit. Denn mehr ist das nachher nicht. Und das wird das ganze Tuch über so durchgestrickt, bis es groß genug für dich erscheint. Also ich zeige dir jetzt noch einmal Reihe 5 bis Reihe 8. Reihe 5, die erste Masche rechts. Das ist eine neu angeschlagene Masche, da muss man so ein bisschen vorsichtig abstricken. Und was jetzt kommt, wird die ganze Reihe wiederholt. Ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Umschlag. Zwei Maschen rechts. Umschlag, zwei Maschen rechts, Umschlag und noch zwei Maschen rechts. Und Reihe 6, da wird die erste Masche links gestrickt. Und was jetzt kommt, wird die ganze Reihe wiederholt, drei Maschen links überzogen. Also immer nur in Pärchen. Drei Maschen links stricken. Die mittlere der drei Maschen ist immer der Umschlag der Vorreihe. Und jetzt die erste der drei Maschen wieder nehmen, so ein bisschen aufziehen und über die anderen beiden ziehen. Und wieder drei Maschen stricken, links. Und die erste der drei Maschen wieder über die anderen beiden ziehen. Und es bleiben drei Maschen übrig, die stricken wir auch links. So, und die erste der drei, die ziehen wir wieder über die anderen beiden drüber. Und dann kommt Reihe 7, die Arbeit drehen. Die ganze Reihe wird jetzt zwei Maschen rechts und ein Umschlag gestrickt, immer im Wechsel. Also zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Ein Umschlag und eine Masche bleibt immer übrig, die stricken wir auch rechts. Und die letzte Reihe, Reihe 8. Die Arbeit drehen. Und die ganze Reihe durch wird drei Maschen links überzogen gestrickt. Also gleich loslegen mit drei Maschen links. Da kannst du mal schauen, die mittlere der drei Maschen ist immer der Umschlag der Vorreihe. Und dann die erste Masche über die zweite und dritte ziehen. Dann wieder drei Maschen links. Und die erste der drei Maschen über die anderen beiden ziehen. Nochmal drei Maschen links. Das machst du also die ganze Reihe. Und die erste Masche über die anderen beiden ziehen. Und auch hier bleibt immer eine übrig. Die stricken wir auch links. Und immer in der achten Reihe wird am Ende eine Zunahme von zwei Maschen gemacht. Du nimmst also wieder deinen Daumen unter den Faden und schlägst zwei Maschen neu auf die Nadel. Immer in der achten
Reihe. So, und das war's. Jetzt geht es wieder mit Reihe 5 weiter und Reihe 5 bis Reihe 8. Das wiederholst du so lange, bis dein Tuch die gewünschte Größe hat. Und dann, ich werde jetzt also die zwei Stränge verstricken und dann werde ich das Tuch baden und so ein bisschen zurechtformen und spannen und dann zeige ich es dir. Das wirst du ja am Anfang des Videos schon gesehen haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesem einfachen, aber schönen Muster, wo diese grünen Töne hier wirklich schön zur Geltung kommen. Aber auch die anderen Farben würden ganz prima damit aussehen. Also, viel Spaß mit dem Muster. Winke, winke.